Schlaue Autos. Das ist Max Haus. Die Garage geht auf. Guten Morgen, Max. Max dreht eine Runde. Ich frage mich, was die schlauen Autos heute vorhaben. Das ist ein kleiner Spielzeuggabelstapler. Max, hast du Lust, damit zu spielen? Na klar, nehmen wir den Gabelstapler mit. Hier sind noch mehr Fahrzeuge. Lasst uns immer zwei gleiche Bilder finden. Bagger. Müllwagen. Straßenwalzen. Zementmischer. Kräne. Planierraupen. Mimi sucht auch nach Spielzeugautos. Planierraupe. Zementmischer. Straßenwalze. Wir haben drei Autos gefunden. Super! Gehen wir spielen. Wen sehen wir auf diesem Bild? Bu den Pickup. Er will schauen, ob in den Bällen Spielzeugautos sind. Bu drückt auf den Knopf. Ein Ball rollt raus. Und was ist drin? Eine Erdbeere. Bu will aber keine Erdbeere. Was ist in diesem Ball? Ein Kran. Da haben wir ein Spielzeugauto. Bu nimmt den Kran mit. Das ist der Spielplatz der schlauen Autos. Hier gibt es Farbe und Bauklötze. Da kommt Max. Er möchte mit dem Gabelstapler spielen. Was könnte der Gabelstapler hochheben? Einen Bauklotz. Max, nimm den gelben Bauklotz. Der ist kleiner. Legen wir den Klotz auf die Gabel. Prima! Mimi hat die anderen drei Spielzeugautos gebracht. Das sind aber viele Baustellenfahrzeuge.
Stell das Fahrzeug, das du gefunden hast, dazu. Ein Kran. Schaut mal, die Fahrzeuge sind alle gelb. Nur der Kran ist grau. Soll er grau bleiben? Nein. Die schlauen Autos werden den Kran anmalen. Gefällt euch grün? Nein? Wie wär's mit blau? Nein. Jetzt ist der Kran gelb. Sehr schön. Alle Baustellenfahrzeuge sind gelb. Prima. Schlaue Autos. Guten Morgen, Boo. Was haben wir denn hier? Das sind Gleise aus Holz für Spielzeugzüge. Und was ist in der Schachtel? Das sind Spielzeuglokomotiven und Waggons. Lasst uns immer zwei gleiche Bilder finden. Blaue Frachtwaggons. Grüne Lokomotiven. Ampeln. Schranken. Brücken. Lilafarbene Lokomotiven. Guten Morgen, Mimi. Mimi holt noch mehr Spielzeug für die Bahnanlage. Bahnstation. Thank you.
Schranke. Frachtkiste mit Erdbeeren. Hallo, Max. Was ist denn in dem Schrank? Eine Ampel für die Züge. Grün. Der Zug fährt los. Die Züge wollen sich ausruhen. Zeit, die Spielsachen in die Schachtel zu räumen. Nimm die Schachtel mit nach Hause, Bu. Tschüss, Autos. Schlaue Autos. In diesem Haus wohnt Mimi. Guten Morgen, Mimi. Was hast du denn heute vor?
was das wohl ist? Das ist eine Bahnschranke. Die Bahnschranke ist unten. Das heißt, Mimi muss warten. Gleich kommt ein Zug. Der Zug ist vorbeigefahren. Oh, aber die Bahnschranke geht nicht auf. Wir müssen sie reparieren. Heute müssen die schlauen Autos Werkzeuge finden. Was ist denn Pickup-Boos Schrank? Ein Hammer. Hallo, Boo. Lasst uns immer zwei gleiche Bilder finden. Werkzeugkisten. Schraubenzieher. Muttern. Zangen. Schrauben. Hammer. Da kommt Max. Max wird im Ballbecken nach Werkzeug suchen. Schraube. Mutter. Schraubenschlüssel. Zange. Jetzt können die schlauen Autos die Bahnschranke reparieren. Prima, die Bahnschranke ist offen.
Das Werkzeug kommt in die Werkzeugkiste. Schraubenzieher. Hammer. Schraubenschlüssel. Zange. Buh, der Pickup nimmt die Werkzeugkiste mit nach Hause. Tschüss, schlaue Autos. Schlaue Autos. Neben der Waschanlage sind drei Berge aus Schaum. Oh, sie bewegen sich. Lasst uns den Schaum abwaschen und sehen, wen wir hier haben. Das ist Mimi, das pinkfarbene Cabrio. Und wer ist das? Max, er ist auch zur Waschanlage gekommen, um wieder sauber zu werden. Und wer ist unter diesem Schaumhaufen? Buh, der Pickup. Alle drei Autos sind sauber. Lasst uns immer zwei gleiche Bilder finden. Saubere Kräne. Flüssige Seife. Bürsten. Haartrockner. Schwämme. Schmutzige Kräne. Max, was hast du denn entdeckt? Zwei Bagger graben ein Loch und laden die Erde in den Ladekasten des Lasters. Hier kommt eine Ampel hin. Der Bagger ist schmutzig. Und die beiden anderen Fahrzeuge auch. Lasst sie uns waschen. Was brauchen wir, um die Fahrzeuge zu waschen? Flüssige Seife. Einen Schwamm. Eine Bürste.
Was ist in Mimis Schrank? Ein Haartrockner. Damit können wir auch die Fahrzeuge trocknen. Gehen wir, Mimi. Welche Fahrzeuge sehen wir auf dem Bild? Einen Kran und Pickup-Boo. Das sind Eimer mit Wasser. Eins, zwei, drei. Boo lädt die Eimer auf. Die brauchen wir, um die Fahrzeuge zu waschen. Zuerst spritzen wir flüssige Seife auf die Scheibe. Dann schrubben wir mit dem Schwamm und der Bürste. Schaut mal, wie es schäumt. Den Schaum waschen wir mit Wasser ab. Jetzt ist das zweite Fahrzeug dran. Schrubben, schrubben, schrubben. Schrubben, schrubben, schrubben. Schrubben, schrubben, schrubben. Wir waschen den Schaum mit Wasser ab. Und nun das dritte Fahrzeug. Sauber. Jetzt müssen wir die Fahrzeuge noch trocknen. Wir schalten den Haartrockner an. Prima! Gut gemacht, schlaue Autos. Schlaue Autos. Max ist auf den Spielplatz gekommen. Hallo. Er fährt die Rutsche runter. Kabumm! Der Turm ist eingestürzt. Möchtest du noch mal rutschen? Oh, ein Stück des Bretts hat sich in den Reifen gebohrt. Keine Sorge, Max, wir ziehen den Splitter raus. Boo sucht ein Werkzeug, mit dem er den Splitter rausziehen kann. Eine Schaufel? Nein. Ein Hammer? Tock, tock, tock. Nein. Eine Zahnbürste? Nein. Ein Salzstreuer? Auch nicht.
eine Zange. Prima, das ist genau, was wir brauchen. Lasst uns immer zwei gleiche Bilder finden. Fieberthermometer. Seife. Stethoskope. Pinzetten. Pflaster. Schutzbrillen. Das ist Mimis Haus. Max hofft, dass Mimi den Splitter rausziehen kann. Klopf, klopf. Hallo, Mimi. Kannst du Max helfen? Er hat einen Splitter im Reifen. Was sucht Mimi denn im Schrank? Das ist eine Lupe. Wir haben alles, was wir brauchen, um Max zu helfen. Doch zuerst müssen wir seinen Reifen sauber machen. Max fährt durch die Waschanlage. Wir benutzen die Lupe. Damit sehen wir alles viel größer. Der Splitter ist gut zu erkennen. Bo nimmt die Zange. Und zieht den Splitter raus. Jetzt ist Max Reifen wieder in Ordnung. Die Autos spielen mit der Lupe. Hey, wen haben wir denn da? Das ist ein Marienkäfer. Er ist weggeflogen. Schlaue Autos. Schaut mal, die Sterne am Himmel verschwinden. Es ist Morgen. Lasst uns schauen, was Mimi macht. Sie schläft noch. Ich frage mich, wovon sie träumt. Eine Teekanne. Ein Fisch. Eine Wolke. Ein Regenschirm. Eine Quietscheente. Die Ente quakt. Oh, Mimi, wo kommt denn das Gequake her? Hey Entchen, bist du im Schrank? Nein. Unter dem Tisch? Auch nicht.
Vielleicht ist die Ente draußen. Oh, wie laut das ist. Gefunden. Die Quietscheente ist im Schwimmbecken. Das ist Max' Haus. Hallo Max, Überraschung. Vor deinem Haus sitzt eine Quietscheente. Los, nimm sie mit. Noch eine Quietscheente. Vier Quietscheenten. Hallo, Bu. Nimm die Enten mit. Eine lilafarbene Ente mit Eiswaffeln drauf. Eine rosafarbene Ente mit Herzen. Eine blaue Ente mit Wolken. Eine grüne Ente mit Ahornblättern. Bu hat alle Enten eingeladen. Lasst uns immer zwei gleiche Enten finden. Zwei pinkfarbene Enten. Zwei blaue Enten. Zwei gelbe Enten. Zwei grüne Enten. Zwei lilafarbene Enten. Zwei graue Enten. Die gelbe Ente wartet im Schwimmbecken auf ihre Freunde. Bu, Max, setzt die Enten ins Schwimmbecken. Alle sind bereit. Wir brauchen Wasser. Welches Fahrzeug kann Wasser bringen? Ein Bagger? Nein. Ein Kran? Nein. Ein Kipplaster? Auch nicht. Ein Feuerwehrauto? Stimmt. Das Feuerwehrauto kann uns helfen. Das Feuerwehrauto füllt Wasser ins Schwimmbecken. Jetzt können die Enten schwimmen. Los, Entchen! Das macht den Enten Spaß. Schlaue Autos. Guten Morgen, Mimi. Was hast du denn da? Eine Sandschaufel.
Mit der Schaufel können wir im Sandkasten spielen. Guten Morgen, Bu. Bu wird Sandförmchen suchen. Ein Flugzeug? Ein Rechen? Ein Boot. Eine Burg. Ein Lastwagen. Lasst uns spielen. Ein Lastwagen aus Sand. Ein Flugzeug aus Sand. Sandförmchen. Max darf ein Sandförmchen mitnehmen. Ihm gefällt der Zug.
Sollen wir weiterspielen? Eine Sandburg. Schlaue Autos. Es regnet. Pikapu spickt aus seiner Garage raus. Hallo. Juhu, es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne scheint. Wir können spazieren fahren. Hast du was zum Spielen dabei? In Bus Ladekasten sind eine Schaufel und ein Eimer. Das ist Max. Er wird im Ballbecken Spielsachen suchen. Ein Flugzeug. Ein Dinosaurier. Ein Lastwagen. Lasst uns immer zwei gleiche Bilder finden. Schaukeln. Hüpfburgen. Sandkasten. Wippen. Tunnel. Rutschen. Mimi ist zum Spielplatz gekommen. Sie möchte rutschen. Du musst hochfahren. Hoch. Und runter. Das macht Spaß. Die Schaukel ist noch nass vom Regen. Lasst uns die Regentropfen runterschütteln. Jetzt kannst du schaukeln. Schaukel, hol Schwung. Bu, kannst du Mimi bitte anschubsen? Schwing, 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 schwing. Wen sehen wir auf dem Bild? Musik.
Max spielt im Sandkasten. Lasst uns Sandformen machen. Zuerst machen wir ein Laster. Wir brauchen die Schaufel. Der Laster aus Sand ist fertig. Ein roter Dinosaurier. Ein Dino aus Sand. Ein Flugzeug. Ein Flugzeug aus Sand. Im Sandkasten zu spielen hat den Autos Spaß gemacht. Wir nehmen die Spielsachen wieder mit. Wir müssen den Sand von den Spielsachen abwaschen. Sehr gut, Mimi. Die Spielzeuge sind sauber. Und du auch. Max möchte auch in die Waschanlage. Jetzt ist Bu dran. Gut gemacht, schlaue Autos. Schlaue Autos. Guten Morgen, schlaues Auto. Hallo. Eine Spielzeugraupe. Hellblau.
Hallo, schlaues Auto. Spielsachen. Hallo, gelbes schlaues Auto. Rot, gelb, orange, blau, grün. Orange, rosa, grün, blau, eine Spielzeugraupe.
Wiedersehen, schlaue Autos. Gute Nacht. Schlaue Autos. Das ist Pickup Boos Haus. Guten Morgen, Boo. Auf Boos Ladefläche ist eine dunkelblaue Bowlingkugel. Boo will spielen gehen. Wen sehen wir auf diesem Bild? Max, er hat aus Bauklötzen einen Turm gebaut. Hallo Max. Die schlauen Autos wollen mit der Bowlingkugel den Turm umwerfen. Boo zuerst. Er hat getroffen. Der Turm ist eingestürzt. Max baut einen neuen Turm. Gut gemacht. Hey, hört ihr das? Das ist ein Hubschrauber. Er transportiert in einer Kiste Kegel. Hubschrauber, dürfen wir mit den Kegeln spielen? Mach die Kiste auf. Oh, zwei Kegel sind ins Ballbecken gefallen. Mimi wird sie suchen. Ein orangefarbener Kegel. Ein roter Kegel. Gut gemacht, Mimi. Es sind keine Kegel mehr im Ballbecken. Der hellblaue Kegel ist auf die Rutsche gefallen. Max geht ihn holen. Dieser Kegel ist grün und dieser dunkelblau. Lade die Kegel in den Kofferraum. Eins, zwei, drei. Welche Farbe hat dieser Kegel? Lila. Bang! Er ist auf Boos Ladefläche gefallen. Schlaue Autos, stellt die Kegel auf. Lasst uns Bowling spielen. Max rollt die Kugel. Prima, er hat alle Kegel umgeworfen.
Bu stellt die Kegel wieder auf. Fertig. Los, Bu. Gut gemacht. Das macht Spaß. Schlaue Autos.